Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil des Angezockts Robomechanik Simulator. Ja, wir sind dabei, kaputte Motoren zu suchen. Mal gucken, ob wir hier einen finden. Nein, auch nicht. Okay, also bauen wir hier wieder zusammen. Ich will jetzt noch mal gucken. Engine RE20. Das sind auch aber nicht die Maschinen, die wir hier in der Radachse haben. Ich habe so das dumpfe Gefühl, ich bin hier auf dem falschen Weg. Sammeln mal das Teil ein, gehen hier zur Werkbank hin, reparieren. Wo habe ich die denn ausgebaut? Ich glaube, die sind gar nicht kaputt, sondern das Ding ist kaputt und... So, das Ding bauen wir jetzt mal wieder ran. So. Und das sind die Motoren hier. Aha.
ist nicht, die sind nämlich gar nicht kaputt, sondern die waren noch nicht eingebaut. Deswegen hat er gesagt, Missing Parts. So, gut. Mal gucken. Was sagt er uns jetzt? Da ist nichts mehr mit Missing Parts. Das Ding war es nur. Okay, alles klar. So. Hierher. Und was sollen wir denn? 4. Wir haben plus 1 und wir haben plus 3. Okay, also hier gehen wir nach da, hier gehen wir nach da. Hier gehen wir nach da. Und hier nach da. So, 4 sollen wir haben. Plus 3. Plus 3 macht 6. Minus 2. Gut. Damit haben wir den Auftrag auch erfüllt. Order complete. Upgrades ist wahrscheinlich nichts. Nö. Haben wir keinen Punkt. Warehouse. Ja, so eine Pencam haben wir noch. Die können wir erstmal schreddern, wenn wir schon hier sind. So, nehmen Auftrag an. So, das ist erledigt, den haben wir da stehen. Was sollen wir bei dem jetzt machen? Gucken wir nochmal. Ein Solar Array, Solar Array C. Okay. B, D, A. C. Clean it first.
So. Das müssen wir wahrscheinlich abbauen. So. Okay. So, alles schön grün hier. Ja, es scheint nur das zu sein. Jetzt sollen wir das reinigen. Und wenn ich das richtig gesehen hatte, ging das ja auch in der Werkbank. Guck mal an. Einfach rechte Maustaste gedrückt halten. Drüber verwischen. Gut. Zu reparieren ist nichts. Gucken wir mal an. Das heißt, wir müssen es jetzt erstmal wieder einbauen. Sind ja nur vier Schrauben. Aha, es ist trotzdem kaputt. Okay. Also wieder ausbauen. Und ich denke mal nicht, dass wir das reparieren können. Denn das hat er uns ja eben auch schon nicht angeboten. Oder wir mussten es erst checken. Ne, zu reparieren haben wir nichts. Das brauchen wir nicht reinigen, das ist kaputt. Elektronikparts. Können wir das woanders reparieren? Ich glaube, hier ist unsere Reparatur.
Aber der ist noch nicht verfügbar. Das gucken wir uns noch mal an. Hier ist Solar Array. Prozent. Ach, okay, hätte ich anklicken müssen. Solar Array C. Dauert eine Minute. Ja, gut. Das heißt im Endeffekt, das, was ich habe, das kann ich schon mal schreddern, ja. So, wie weit ist er? Noch 17 Sekunden. Ach, übrigens zeigt er das hier auch an. Fünfundneunzig, sechsundneunzig, achtundneunzig. Gut. So. Unser kleiner Rover kriegt ein neues Solar Array. Das rein, das rein. So, das da rein und wieder mal. Und das ist ja einfach. Das war ja einfach. Gut, damit haben wir den auch fertig. Gut. Und der nächste Auftrag.
Irgendeine Kamera. Das dürfte eine größere sein. Gut, aber das machen wir in der nächsten Folge. Schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst das Abo nicht. Bis dann. Tschüss.